Und ja, zum neuen Spezialtransport, das habe ich gerade ein Video gestartet. Und zwar von Belgrad Richtung Kakujewak. Kakujewak. Den nehmen wir an. Das wäre dann nämlich für unser Vorletzter. Und da stand ja jetzt auch gerade Tank aufgefüllt. Das war leider bei dem letzten Spezialtransport nicht so. Scania und Sprit reichen. Also, ja. Stimmt leider, ja, da war ja was. Ja, also wie gesagt, ihr könnt das Video auch, dieses Video, was wir aufnehmen, könnt ihr jetzt auch bei YouTube dann auch sehen. Also wie gesagt. So. Und Tank ist aufgefüllt. Wo ist denn der Tank aufgefüllt? Ja, Flachpfeifen da, ey. Von wegen. So. Jetzt hau ich meine Sonntagsbeleuchtung ein. Nein. Hinten die langweilige, vorne die beste. Ach, ist das schön. So, ich sag aber mal, ah, stopp. Moment. So, dann wollen wir mal starten. Abfahrt. Von Belgrad nach Kragujevac. Das haben wir nur Überbreite. Und ich sollte vielleicht meine Liftachse runtersetzen. Okay. Ah, dann. Och Mann, das ist gemein. Ja gut, dann ist es halt so. Da fahren wir halt nur im TMP rum. Alles klar. Gut, also Tobi. Ab nächste Woche Sonntag starten wir dann das Ganze. Perfekt. Da könnt ihr von mir aus gerne noch für mich da rum Werbung machen oder wie auch immer ihr das da machen möchtet. So, der da folgt uns. Ja, das muss ich mich konzentrieren. Nein, musst du nicht. Da hört man leider nicht so viel, ne? Wenigstens haben wir es gefunden, ey. Ah, Gott sei Dank, ja. So eine schöne Special. Special Transport Reifen. Überbreite. Einfach voll aufs Knallgas, ey.
Dann mach so eine Abstimmung. Du kannst eine Abstimmung als Mod machen. Oder eine Vorhersage. Das geht ja. Oh, Fluffy. Sicher weißt du, wie das geht. Ganz sicher. Passt doch. Nee, ich glaube nicht, dass ich hier hängen bleibe, weil guck mal, wir haben so viel Platz. Ah, so viel Platz, ne? Das ist aber echt schade, dass der auf dem Konvoi keine Spezialtransporte fahrst. Na gut, du hast halt deine Begleitfahrzeuge, ne? Aber wie gesagt. Aber mehr ist das ja auch nicht. Trinken da vorne bestimmt alle einen Kaffee, ey. Sollen wir es mal wachhupen? Na Leute, seid ihr noch wach da vorne? Mein LKW hat mal reagiert. Wunderbar, ne? Chat, wer von euch hat denn die Reifen da bestellt, die ich da am Fahren bin? Oh ja. Genau, perfekt. Da ist er. Ist bei mir auch gerade oben, Chat. Eingelübt. Gelübt. Genau. Oh ja.
Ach, wenn du wüsstest, was ich schon alles hinten auf der Platte hatte, ey. Aber eins fehlt mir definitiv noch. Schöner Spezialtransport mit dem Bobbycar. Große Ladefläche für so kleine Bobbycar. Ach ja. Weil das wird doch auch ein Scherz, weißt du, du kommst heim oder du hast freitags deine Tour abgeschlossen, ne, von der Fantour, ja. Und dein Chef ist noch da und sagst du, ja Chef, meine Laderampe ist voll, da müssen sie aufpassen, wenn sie abladen, ob seitlich oder hinten, ist ja jetzt egal, ne? Wie, der ist voll, ja, ist halt voll, ne? Geht halt nichts, ne? Und dann Logistik gibt halt das weiter, was der Fahrer gesagt hat, ne? Macht dann die Lade hinter der Rampe hinten auf. Will der mich jetzt verarschen? Ist kein Platz mehr drauf, aber ob dran steht, Bobbycar steht da. Wo drauf steht, Surprise! Surprise, Surprise! Ach, das wäre doch. Also. April, April für den ersten Schätzen ist schlecht, ne? Sturmmanöver steht bevor. Aber zeig mal ein bisschen was von außen hier. Oh, jo. Also, ich sag ja nichts gegen Spezial-LKWs wie MAN oder Mercedes, aber sorry, der Adler hat halt bei mir gewonnen. Adler war schon immer das Beste. Ich bin auch schon DAF 105er mit zweiter Lenkachse oder einem Volvo Globetrotter. Ich fahre alles an, aber ich fahre wirklich alles. Aber mein Favorit wird immer sein MAN. MAN und Mercedes. Punkt. Aber ich fahre alles. Und wenn es ein Bobbycar ist mit einer Sattelplatte hinten drauf, dann passt das auch. Ich glaube, Gurt ist ein falsch. Ich glaube, Gurt ist ein falsch. Ketten wäre besser. Meinst du? Ja. Wie wollte ich denn fahren? Geil. Fluffy, drückst du mal bitte auf Auftragsstatus? Ja, für 20 Tonnen ist schon ein Witz.
So. Am besten noch so mit Wattestäbchen befestigt, ey. Ja, gleich geht's los, ja, genau. Wird immer enger. Der hat's geschafft. Was denn? Ich bin noch gar nicht fertig. Also, irgendwo kann ich noch anecken. Es braucht ja nur was in der Luft stehen zu bleiben, dann klappt das. Aber gut, ich würde dann aber auch sagen, wenn wir dann die Tour da haben mit dem ganzen Hin- und Her-Experimenten da. Also ich fahre lieber schwere Sachen, aber dafür mit, also nicht mit Überbreite, sondern mit Oberbreite. Oh Gott. Naja, was höher liegt, vergiss's. Oh mein Gott, ey, was heißt das? Aber ein paar breiter, klar. Ich bin so lost, ey. Verdammt, ey. Wir haben noch fast 200 Kilometer vor uns, ne? Nö. Ja gut. Das Einzige, was ich halt bei dem Text-to-Speak habe, glaube ich dir. Bei Text-to-Speak ist halt ein Cooldown halt von 20 Sekunden halt drin, ne? Weil die 20 Sekunden braucht der, um das auch vorlesen zu können. Also das ist schon wirklich knapp. Dass ihm die Oberbreite gefällt, ist ja klar. Ach man, oh. Jetzt habe ich wieder was gesagt, ey. Holde. Und wenn der Manu da ist, ne, dann schmiert ihr, dann sagt ihr ihm das und dann schmiert das mir wieder voll aufs Brot. Ja, dankeschön, ey. Und dann krieg ich es später noch von ihm auf Arbeit, ne? Ja, du spielst Reinsatzbrot und Oberbreite, ne? Wie Ober.
Fluffy! Mann! Ob bist du verrückt, ey? Es ist nicht wahr, ey. Ah, verdammt. Ihr seid doch die Härte, ey. Warum sind da Gullideckel auf der Autobahn? Die halben da? Nee, das sind keine Gullideckel. Doch, sind... Sieht so aus, gell? Keine Ahnung. Komische Abwasserleitungen. Aber was, warum fahren die denn? Warum fahren die? Ja, genau. Oh mein Gott. Komm, Kollege, gib mal vorne auf Gas. Komm. Ich will zwar nichts sagen, aber... Ich werde auch gerne irgendwann mal diese Fracht loswerden. Ich will gewinnen. Nein. Ja, Entschuldigung, Chat. Wollte ich nicht. Heißt es jetzt... Nein, nur links ist eine Maut, ne? Ja, schade. Nee, auch rechts. So. Und jetzt schaut mal. Zum ersten Mal fahre ich jetzt hier mit dem Spezialtransport. Achso, okay. Destroyer, was? Ganz kurz warten. Sind noch 100 Kilometer, 118 Kilometer, dann kann ich. Nee, du musst es eingeben. Kopieren hilft nichts, du musst eingeben. Macht er nichts draus. Ich gehe gleich mit dir drauf, dann kann ich dir die Farmrechte geben, okay? Weil jeder, der da drauf will, dann muss ich kurz mit, dass er auch die Farmrechte dann quasi bekommt. Gerne. Ja, vorab müsst ihr wissen, auf der Rostock gibt es schon Höfe. Jeder hat 5 Mille. Passt aber auf, wie er das ausgibt, ne? Weil die Felder sind teuer. Sehr teuer. So. Genau. Ja, fast 260 so. Daniel hat ja irgendwas dazu gesagt. Kein Leerzeichen rein.
Kein Leerzeichen. So, war doch ganz schön spannend, die Tour, wa? Oh, jetzt ja, ich war klar. Das war so klar. Ihr müsst ihr unbedingt zu einer Brücke dahin bringen, jetzt. Ich verliere noch, ey, die Vorhersage. Wahnsinn, du, ey. Ah. Okay, ah, es war super hängen geblieben. Toll, Ende. Ende. Ich bin hängen geblieben. Bye-bye. Ja, sobald ich irgendwo hängen bleibe, ist vorbei. Also, wie gesagt, du hast ja gesehen. Bop, 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 bop. Ach, Mann. Ah, das ist klar. Ach Gott, Anna. Johannes ist leider. Ah, toll. Ich war so gut unterwegs, aber diese Enge da, genau diese Abzweigung, das hatten wir schon mal, ey. Weißt du, guckst nach links, rechts, nach links, nach rechts, nach links und denk dann her, okay, du passt und dann immer weiter lenken, lenken, lenken und dann, ja, hast du verloren. Sag mal, ich will den 10. hiermit. Ja. Also, ich wollte eigentlich morgen früh noch die restlichen Mods auf dem Server hochladen, ja, dass der zumindest startklar ist, auch für nächste Woche. Ja, ist ja okay, ist ja kein Ding. Mal angucken kann sie sich die jeder. So, was haben wir da? Ach, ein Staudamm. Ja, wenn ich weiter so durch die Gegend hänge, guck, dann hänge ich gleich irgendwo schon wieder irgendwo. Ach, Mann. Nö, das sind die Mods, die wir am Dienstag besprochen haben. Mehr ist das nicht. Die werden hochgeladen. Oh Gott. Ja. Ich hab gleich einen Niesanfall.
Beste Voraussetzung, ey. Ja, in diesem Fall in die Leitplanke. Oh, Tunnel. Ihr wisst, was das letzte Video mit dem Spezialtransport passiert ist, ne? War zu hoch und bin genau an der rechten Kante hängen geblieben. Ja. Deswegen sage ich ja, der Destroyer, da kommen mal ordentliche Maschinen zum Einsatz. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Also wer dann auch will, ne, dann und wir dann auch zusammen auf den Feldern unterwegs sind, dann können wir uns auch gerne im Discord treffen, eine Runde schnacken, wenn es euch so, weil ich will ja dann auch noch eine neue Playlist machen mit Rostock, mit einer Liste von den Mods. Alle. Ja. Oh ja, ein 2,5 Meter Grubber für, keine Ahnung, 50 Hektar großes Feld oder was? Oder 130 Hektar großes Feld. Alter, Alter. Am besten wie bei Werner, der Kleine da. Ach man. Ich brauche nicht viel. Also ich bin schon hängen geblieben. Keine Angst. Ich bin schon hängen geblieben. Einfach mal den ganzen Tag beschäftigt, um ein Feld zu bearbeiten. Klar. So Leute, da haben wir es geschafft. Ja, pass auf, diese blöde Steil. Können wir auch noch wieder was anhaben. Oh, meine Reifen, ey. Alles klar, Soos, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch noch einen schönen Tag. So. Da rein soll ich jetzt fahren.
Alter Verwalter. Oh, komm, wir gehen mal ein bisschen Außenansicht. Was der ziehen muss. Der Lutschkopf kommt gar nicht den Berg hoch. So. Boah, wir haben es geschafft. Was für eine Geburt, ey. Und, ja, 37 Minuten, ey. Für die kleine Farm. Naja. Aber ja, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns dann irgendwann, ja, zur nächsten Woche. Mit dem nächsten Spezialtransport. In dem Fall, habt noch einen schönen Tag. Bis später. Ciao, ciao.